krieg ich doch das Kotzen, Alter! So, hallo und herzlich willkommen zurück zu American Truck Simulator. Ja, wir holen uns heute bei der Bank mal ein bisschen Money, würde ich sagen. Zinssatz, okay. Tägliche Rate 1.14, okay. 56 Tage. Machen wir einfach mal. 100.000. Wir schauen mal, wie viel denn ein LKW kostet. Okay, mindestens 3 LKW. Peterbilt-Händler aufsuchen. Ja, bitte. Hyper-Up Level 20, okay. 118.560. Ausführung ändern. Ab Level 10 verfügbar. Okay. Okay. Was ist das hier? Wert bei Inzahlungnahme. Ja. Okay, man kann also auch Trucks in Zahlung geben. Ich frag mich, wie. Naja, gut. Kaufen wir ihn direkt, oder? Nee, Ausführung. Da können wir noch nichts ändern. Na komm, bestätigen wir. So, was haben wir denn hier? Okay. Nee, nehmen wir das hier. Okay. Wir haben jetzt das Ding. Okay, anderen Motor haben wir nicht. Hier drin. Okay. Benutzerdefinierte Farbe. Sky Blue Metallic. Benutzerdefinierte Farbe. Ach so. Ist ja cool. So, benutzerdefinierte Farbe einfach. Was machen wir denn mal für ein. Machen wir mal so ein richtig grelles Grün. Boah, geil. Ich glaube, das mache ich. So. Ja, bestätigen wir mal. So, das ist alles richtig. Hier können wir bestimmt auch noch was verändern. Da ein Spiegel und da ein Spiegel. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Das könnte schon mal vom Vorteil sein.
Das gibt's noch nicht. Okay. Gut. Haben noch ein bisschen. Da haben wir nichts gehabt. Was können wir bei den Felgen machen? Chrome können wir verwenden. Chrome sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Das machen wir auch mal in den Warenkorb. So. Ja. Nicht schlecht. Hier. Advanced. Nehmen wir die Reifen, oder? Warenkorb. So, hier hinten. Das ändert sich aber für beide, ne? Gut. Auch Warenkorb. Und hier auch Warenkorb. So, jetzt die Reifen. Warenkorb und Warenkorb. So, hier. Weit sieht besser aus. Also Warenkorb. So, haben wir sonst noch irgendwas? Hier oben. Sonnenschein. Sonnenschild. Das können wir nehmen. Ansonsten haben wir hier alles eigentlich bis jetzt gemacht. Einen Dachspoiler haben wir nicht. So, Spiegel. Können wir auch mal in dieser Farbe machen, dann sieht das auch ein bisschen besser aus. Also, das geht hier durch, oder was? Achso, hier, Auspuff. Ne, da haben wir noch nichts Neues. Passenger Side Mirror. Okay, den können wir auch mal dran machen. Alter. So. Nervt ein bisschen, wenn da bei Steam immer so Nachrichten kommen. So. Jo, hier haben wir sonst nichts. Auspuff haben wir nichts anderes. Hier, den Spiegel, den haben wir dran gemacht. Der ist im Warenkorb. So. Jetzt noch hier die schöneren Türgriffe. So. Alles klar, haben wir alles, ne? Bestätigen wir. So, jetzt fehlt aber noch hier drin. Ach so, okay. Das ist von dem. Das ist auch der Spiegel. Das ist auch der. Okay, den Spiegel, den haben wir auch da dran. Das hier oben ist die Sonnenschutzblende. Ja. Also innen haben wir noch nichts. Wirklich. Ja. Also den, denke ich, können wir so erstmal einen Auftrag geben. So. Okay, wir danken Ihnen für den Kauf Ihres ersten LKW bei uns und würden uns freuen, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Mit beachten, bei allen hier gekauften Zugmaschinen ist die reguläre Versicherung bereits bezahlt. Okay.
Gut. So, super. Okay, Ruhepause. Mehr möchte ich aber eigentlich gar nicht. So, dann verwalte ich mal die Garage. Also, die Garage, ne? Da sind wir. Okay, jetzt bin ich im LKW-Manager. Okay, das ist also, ich kann in der Garage auf den Garagenmanager zugreifen. Wow, das ist genauso behindert wie schon im Euro Truck Simulator. Ich meine, warum sollte man das tun? Warte mal, kann ich jetzt? Weitwinkel links. Ah, warte mal, Motorhaube. Ah, nee, kann ich auch. Kann ich auch verändern. Ich benutze aber die Standardeinstellungen. Und auch hier kann man verschiedene Sachen einstellen. Ich will euch das nur mal kurz zeigen, was es hier alles für Möglichkeiten gibt in dem Spiel. So. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt unseren eigenen LKW, Leute. Und ja, dann LKW-Händler. Ich habe bis jetzt nur Peterbilt entdeckt, ne? Okay, es gibt ja auch nur ziemlich wenige. Vielleicht soll ich mal zu einem hinfahren, zu einem LKW-Händler. So, da gibt es auf jeden Fall nichts. Firmenmanager. Da können wir jetzt auch auf den Garagenmanager zugreifen. So, hier, ne? Also, die Garage kostet 180.000, um sie zu erweitern. Ne? Und ja, wir können auch zu dieser Garage jederzeit schnell reisen, was auch ziemlich cool ist, also muss man schon sagen. Ja, okay, also die Garage hat Profit von 100%, weil, ja, ich bin ja der einzige Fahrer. Okay. So. Wir haben aber auch einen LKW-Manager. Und zwar den hier, der ist in der Garage Los Angeles. Der aktuell zugewiesene Fahrer ist Wobblegott 3000, also ich selber. Hier können wir den auch wieder verkaufen und hier können wir den auch direkt aufrüsten. Wenn jetzt ein anderer Fahrer in diesem Truck wäre, dann können wir jetzt einsteigen drücken. Das heißt, ich fahre dann das Fahrzeug von einem anderen Fahrer quasi. Kann dann aber dem anderen Fahrer, da der dann kein Fahrzeug hat, dem mein Fahrzeug zuweisen. Über den Fahrermanager nämlich. Hier. Da sind meine, ja, gelernten Fähigkeiten. Und hier kann ich meinen Standort ändern. Von meinem Fahrer. Wenn ich denn eine andere Garage hätte. Aber meine aktuelle einzige Garage ist in Los Angeles. Ich könnte jetzt auch den Garagenplatz ändern, hätte ich noch andere. Und beim LKW-Manager ist es genauso. Ich kann auch hier den Standort vom LKW ändern. Ja. So, bei der Arbeitsagentur können wir ja mal gerade ganz kurz vorbeigucken. So. Ich habe keinen Platz frei für Fahrer. So, ich
Also auf jeden Fall, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem von diesen hier, würde ich auf jeden Fall logischerweise den hier nehmen, weil der hat schon zwei Fähigkeiten frei, ne? So, aktuell stehen mir nur drei zur Verfügung, weil ich eben, ja, drei Arbeitsagenturen entdeckt habe. Und je mehr Arbeitsagenturen ich entdecke, desto mehr verschiedene Fahrer stehen mir immer zur Verfügung. Also da habe ich jetzt die Auswahl zwischen drei, weil ich drei Arbeitsagenturen habe. Wenn ich dann vier habe, dann habe ich immer die Auswahl zwischen vier und immer so weiter. Also wenn ich jetzt den einstellen würde, dann würde ein neuer nachkommen. Ich habe immer die Auswahl zwischen drei, wenn ich drei Arbeitsagenturen entdeckt habe. So. Aber nun steht uns eine völlig neue Funktion zur Verfügung. Und zwar, wir müssen jetzt selbstständig darauf achten, dass es immer alles aufgetankt ist, dass das Fahrzeug repariert ist und ja, dass wir genug Pause machen. Ne? So, das heißt, wir müssen viel mehr kalkulieren. So, jetzt können wir natürlich auf den Frachtmarkt gehen. Wir können uns jetzt hier auswählen, wir sind in Los Angeles. So, wir können aber auch die Nachbar-Dinger, hier haben wir nämlich 1 für 15.000 und das ist ziemlich gut. Und das Angebot läuft in 9 Stunden 58 Minuten ab. Das heißt, ich könnte dann jetzt schnell nach Los Angeles fahren und dort den Anhänger holen. Und die Fahrt hat in 12 Stunden. So, auf jeden Fall stelle ich das jetzt als Navi-Ziel ein. So. Und, ja, fahre jetzt schnell zu diesem einen bestimmten Auftrag. Halt leer. Das kann ich machen, mit meinem eigenen LKW. So ist das halt. Oh, guck mal. Ein paar Jugendliche haben sich an der Straßenecke getroffen. Das sind halt die Swagger Boys. So. Oh, guck mal, es ist ein ziviles Polizeifahrzeug. Könnte sein. So. Diese kleinen Motorhaubenspiegel sind ziemlich cool. Müssten in Deutschland auch mal eingeführt werden. Ach nee, geht ja nicht, weil unsere Trucks haben ja keine Motorhaube mehr. Ja. Weil die sind echt ziemlich cool, diese Spiegel. Da kannst du schön gucken, wie weit du noch vom Rand entfernt bist. Und mit den langen Anhängern, die du hier zum Teil fahren musst, ist das auch ganz schön. Ach ja, leck mich. Ich war schon drüber. 100%. Wie seht ihr das? So. So, alles klar. Und ich darf trotzdem nur 55 Meilen fahren, obwohl ich leer fahre. Das ist ein bisschen ärgerlich. Irgendwie. Ein bisschen ärgerlich. Vielleicht ein bisschen. So.
So, und was auch ziemlich cool ist, ist dieser Spiegel daneben. Da kann ich nämlich immer genau sehen. Ey, das ist doch der Witz des Jahrtausends. Ja, scheiß drauf. Solange ich keine Strafen bekomme. So, wenn ich die Ladung fahre, ist ja okay. Weil das hier ist quasi, das ist keine offizielle Fahrt. Also, was ich über den Frachtmarkt machen kann, ich kann mal Aufträge raussuchen und mir quasi einen Wegpunkt auf der Karte setzen lassen zu diesem Auftrag. Mehr kann ich da nicht machen. Alter, fahr doch mal schneller als Sonder. Ach, jetzt ist hier wieder 30, super. Was ist denn das hier für eine Scheiße, ey? Ich möchte mal ein bisschen schneller fahren. Dauert ja ewig, wenn man so langsam fahren darf. Das dauert ja ewig, Mensch. Dann schaffe ich es ja gar nicht mehr rechtzeitig zum Auftrag. Ah, ja. So. Oh, hinter uns ist Polizei, oder? Müssen wir mal ein bisschen langsamer fahren. Wieso schickt er mich auch durchs Wohngebiet hier? Gab's hier keine... Wow. Ja, manchmal geht die Polizei in diesem Spiel schon auf den Sack, ne? Ich bin die Polizei, ich muss dem hinterherfahren, damit ihr auch schön immer Geld bezahlen muss. Ja, ja. Es ist halt ja kein normaler Mensch aus, mit 30 Meilen da rumzugurken. Manchmal bin ich schon froh, in Deutschland zu leben, wo man einfach ja, schnell fahren kann, wie man will, eigentlich meistens. Das ist schon cool. So. Gut. Ich würde sagen, wenn wir dann beim Auftrag angekommen sind, dann mache ich auch mal eine kleine Aufnahmepause. Beziehungsweise, nee, dann beende ich hiermit die Folge dann. Wir haben unseren eigenen LKW, Leute. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Muss man sagen, ne? Das ist schon mal sehr, sehr geil. Moment mal, wie viele... Ich muss gleich mal gucken, wie viele Getriebe... Wie viele Gänge ich habe. Weil... Habe ich jetzt dadurch, dass ich ein besseres Getriebe habe, weniger Gänge. Weil weniger Gänge sind eigentlich ganz gut, weil dann schaltet man sich keinen Wolf. Juhu. 40 Erfahrungspunkte für 100 Meilen bei der freien Fahrt. Ich freue mich. Fahr doch mal schneller als sonntags, ey. Nee, ich überhole jetzt nicht. Ich habe keinen Bock auf Totalschaden. Oh, 40 ist erlaubt. Sagt es doch einer. Mensch. Ich bin mittlerweile ganz froh, dass die Geschwindigkeit da eingeblendet wird. Weil ohne Spaß. Alter, was soll ich denn da für eine Straße fahren? Willst du mich verkackeiern?
Nee, ich muss da lang, Tatsache. Das ist die einzige Möglichkeit. Hab schon gedacht, das Ding will mich verkackeiern hier. Alter, was für ein Gässchen, ne? Boah, hier möchte ich aber nicht mit einem Auflieger rumfahren. Also so, mit dem LKW ist okay, ne? Aber mit einem Auflieger, Alter, nee. Geht ja gar nicht. Also hier durch so eine kleine Gasse darfst du 50 fahren. Zumindest durfte ich. Also ich glaube, wenn ich in den USA bin, dann werde ich 1000 Strafzettel bekommen, weil ich die Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder überhaupt nicht wahrnehme. Viel zu klein für mich. Für so einen alten Mann wie mich, ich sehe ja nichts mehr. Ich brauche ja eine Brille. Ich brauche schon mal eine Brille hier. Nee, Spaß. Ich habe schon echt gute Augen, muss ich sagen. Ich bin froh drum, ja. Brille tragen ist jetzt nicht das Schrecklichste auf der Welt, aber mir wird es auch nicht gefallen, wenn ich eine Brille tragen würde. Deswegen, ja, ich bin froh drum. So, komm, da heiz ich drüber. Brumm, brumm, geil. So. Oh. Alter, jetzt ist wieder nur 30 erlaubt. Ey, können die sich mal entscheiden? Es nervt, ständig das Tempomat umzustellen. So. Dann sind wir jetzt auch schon angekommen. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder hier bei American Truck Simulator ein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!